Ich habe Georg versprochen, mich um die Praxis zu kümmern. Ja, dann mach das doch bitte auch. Und hör auf, mir hinterher zu schnüffeln. Georg vertraut dir aber nicht. Du sollst so ziemlich gute Arbeit in der Praxis leisten. Ist das ein Lob? Du bist schwanger. Ja. Sag mir, dass du nicht schamst. Du hast Doro auf dem Gewissen. When you call, I'll be there by your side. I won't sleep. Ich bin nach 20 Jahren zurück nach Wiesenkirchen gekommen, um zu meiner Familie zurückzufinden und nach einer sehr schweren Zeit wieder ganz neu anzufangen. Anscheinend bin ich nicht der einzige Mensch, dessen Leben aus den Fugen geraten ist. Es tut mir so unendlich leid, dass Lukas den Vorwurf aushalten muss, er sei schuld am Tod seiner Frau. Guten Morgen. Willst du auch einen Kaffee? Du siehst aus, als könntest du einen gebrauchen. Gern. Ich habe frische Semmeln geholt. Greif zu. Danke, Isabel. Ich will erstmal unter die Dusche. Also, ich muss gleich weg und ich wollte noch was sagen wegen gestern. Also zu dem, was Hannah gesagt hat, das tut mir leid, das muss dir sehr wehgetan haben. Aber ich bin mir ganz sicher, sie hat es nicht so gemeint. Doro ist ihre Schwester und sie hat es bestimmt noch nicht ganz verarbeitet. Sie hat recht. Mit allem, was sie gesagt hat. Ich bin schuld an Doros Tod. Deine Schwester ist schwanger und du sagst kein Ton. Du hast doch selber erst gestern erfahren. Zufällig. Dann hättest du gestern damit rausrücken müssen. Ich verstehe echt nicht, warum du es nicht getan hast. Weil ich sie darum gebeten habe. Ja, wieso hast du uns angenommen? Du hast doch gesagt, der Schwangerschaftstest ist negativ. Naja, ihr wart ja total erleichtert, als ich euch gesagt habe, dass ich nicht schwanger bin. Ja, wir dachten, dass du selber froh bist. Und ich verstehe, dass ihr so reagiert habt. Immerhin bin ich schwanger von einem Kerl, mit dem ich nicht mal zusammen bin. Der auch noch Julian Gerlach heißt. Bianca. Papa, ist gut. Ich war komplett überfordert. Ich brauche Zeit. Ich weiß selbst nicht, wie es weitergehen soll. Du denkst doch nicht an... Du willst das Kind doch kriegen. Ich weiß es nicht. Bis jetzt hatte ich keinen Moment, um drüber nachzudenken, weil ständig immer was dazwischen kommt. Du musst dich aber bald entscheiden. Nach der 12. Schwangerschaftswoche, da ist... Ich weiß, Feli. Das weiß ich selbst. Okay, pass auf. Du nimmst dir heute erstmal frei. Wer macht meine Arbeit? Ich. Okay, du musst doch in die Praxis. Ich krieg das schon hin. Ich klär das mit Resi. Deine Schwester hat recht. Du brauchst Zeit für dich, damit du im Kopf klar wirst. Hä? Was Papa meint, ist, du kannst so eine Entscheidung nicht nebenbei treffen, während du Gäste bedienst. Und mach dir keine Sorge, wenn es soweit ist, werden wir das Kind schon irgendwie wiegen. Schaukeln. Schaukeln. Ja? Wir stehen hinter dir, Bianca. Egal, wie du dich entscheidest. Danke. Schleimhäute sind tatsächlich abgeschwollen. Super. Gott sei Dank. Ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt Ruhe habt. Und falls noch mal was sein sollte, gibt's hier einfach ein Zäpfchen. Und du weißt ja, wo ich bin. Wir sollten noch mal was klären, meinst du nicht? Wegen gestern? Lukas und ich wohnen zusammen, aber da läuft nichts. Und selbst das mit der Wohnung, also, das war ein Versehen, es gab eine Doppelbelegung. Ja, das passt schon. Es tut mir eher leid, wie ich mich gestern aufgeführt habe. Aber ich kann es einfach nicht ertragen, wie der Lukas einfach sein Leben weiterlebt. Und Doro... Aber warum gibst du Lukas die Schuld an Doros Tod? An dem Tag, als auf dem Berg rauf sind, da war es stürmisch und neblig. Das war kein Wetter für so eine Tour. Und der Lukas ist Bergretter, der weiß sowas. Und dann hat er für einen Abstieg ausgerechnet die gefährlichste Route genommen. Obwohl er gewusst hat, wie hoch die Lawinengefahr ist. Und als dann passiert ist, ist er nicht nochmal zurück. Er hat nicht nach der Doro gesucht. Er hat's nicht gerettet. Er hat's einfach zurückgelassen. Und ist einfach ins Dorf runter. Es tut mir leid, ich hätte nicht fragen sollen. Mir war nicht klar, wie viele Erinnerungen das hochruft.
Aber Lukas leidet doch auch. Dem belastet das alles wirklich sehr. Der Lukas hat Doro auf dem Gewissen. Und mit deren Schritt muss er leben. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass du heute frei hast. Wieso das? Wir wissen beide, wie sehr dich Hannas Vorwürfe gestern getroffen haben. Ich weiß einfach, dass sich die ganze Sache noch so quält und ich muss dich nur anschauen. Und ich sehe, dass du dir immer noch die Schuld an Doros Tod gibst. Ich hätte einfach nur einen anderen Abstieg nehmen müssen. Aber nein, ich wollte. Krass. Du hast nichts falsch gemacht, okay? Jeder hätte bei dem Wetter diesen Weg gewählt. Ich hätte es genauso gemacht. Selbst wenn. Ich hätte Doro weiter suchen müssen. Ich hab schnell. Du wolltest Hilfe holen und das war das einzig Richtige. Du hättest alleine sowieso nichts ausrichten können. Niemand hätte irgendwas machen können. Das war ein Lawinenabgang, höhere Gewalt. Dir ist die ganze Ausrüstung weggerissen worden. Was willst du denn da machen? Ich war vor Ort, Lukas. Du hast absolut richtig gehandelt. Dich trifft keine Schuld, es war ein Unfall, okay? So wie wir jetzt drüber reden, fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Weil du dir das, was Hannah dir gestern gesagt hat, so sehr zu Herzen nimmst. Dabei hatte ich echt das Gefühl, dass du auf einem sehr guten Weg bist gerade. Dass du wieder anfängst zu leben. Keine Ahnung, was du meinst. Naja. Du und Isa. Isa ist meine Mitbewohnerin. Punkt. Es gab eine Frau für mich. Meine Frau. Und das wird auch so bleiben. Ja. Very thought it's made me come over the yours. The waves up on my head and I feel the charge. Pull me south. Ma dov'è l'olio per il legno? Holzpflege. Wofür brauchst du denn jetzt Holzpflege? Für Papullo. Papullo. Bianca hat ihn als kleines Kind so genannt. Papullo. Sie hat ihn so geliebt. Hast du ihn jetzt extra aus dem Dachboden geholt, oder was? Ja, ihr seid alle darauf geritten. Alle meine Kinder. Und jetzt sind meine Enkel dran. Aber ich muss es vorher polieren. Oh Gott, du bist so süß. Gib mal her. Oh, oh Gott. Papa. Wir müssen ihn wieder verräumen, bis Bianca sich entschieden hat. Aber Feli, Bianca soll doch sehen, wie sehr wir uns auf das Kind freuen. Soll sie eben nicht. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Freue ich mich, ist es falsch. Freue ich mich nicht, ist es auch falsch. Wir sollten uns einfach nicht einmischen, okay? Bianca muss selbst entscheiden, ob sie das Kind will oder eben nicht. Also, vielleicht bin ich zu altmodisch, aber ich sag dir eins. Von einer Abtreibung halte ich nichts. Gut, das Kind ist ja von dieser Stronzo Gerla. Aber trotzdem ist es ein Marino und wir werden es lieben. Und deine Schwester dabei unterstützen, klar? Trotzdem ist es ganz alleine Biancas Sache, okay? Also misch dich da nicht ein und setz sie auf keinen Fall unter Druck.